Enrico Peutke vorm Rennen wurde spekuliert. Peter Sagan ist einer der stärksten Fahrer im Feld und Quickstep wird versuchen, die mannschaftliche Übermacht so ein bisschen mit mehreren starken Fahrern auszunutzen. So ist es dann am Ende auch so gekommen? Ja, also ich glaube, man hat gesehen, dass Peter in einer sehr guten Verfassung war und natürlich alles versucht hat, um das Rennen zu gewinnen. Quickstep, man hat es die letzten Wochen gesehen, ist in der Breite so stark, dass verschiedene Fahrer von denen attackieren konnten und so ist es auch gelaufen. Und sicherlich haben wir vielleicht einen Fahrer vermisst in der letzten Gruppe, die letzten 30 Kilometer, um vielleicht das Loch nicht ganz groß werden zu lassen oder ganz so groß werden zu lassen. Und dann hat es nicht mehr ganz gereicht. War gleich klar, als Terpstra mit Nibali mitging und dann alleine war, das könnte der entscheidende Move gewesen sein? Ja, natürlich. Also man wusste natürlich, dass Terpstra so eine Attacke auch durchziehen kann. Und uns hat ein bisschen verwundert, dass viele Teams so lange gewartet haben. Wir haben vorher mit Daniel eigentlich die Gruppe zusammengehalten und dann wären andere Teams dran gewesen. Niemand hat reagiert und dann war es zu spät. Am Ende waren nur noch Kapitäne da, nur noch die stärksten Fahrer. War das heute, ging es dann, abgesehen von Terpstra, ging es einfach um Kraft heute, dass man da dabei sein kann? Ja, auf jeden Fall. Also es geht immer einfach um schlussendlich die Kraft oder das Stehvermögen. Und die besten Fahrer waren am Ende vorn. Und man muss natürlich auch sagen, einer der besten Fahrer hat heute verdient gewonnen.